Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist Bernhard Lassahn mit der Sendung Unter Freunden. Diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist ein Weltstar, ich sage das schon mal, bevor er gleich protestieren kann, ein Weltstar der besonderen Art, es ist ein Weltstar der Straße. Ich begrüße Lühl, so nennt er sich, in Wirklichkeit heißt er Lutz Graf Ulbricht. Herzlich willkommen, lieber Lutz. Ja, hallo, Bernhard. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Du hast einen vollen Terminkalender. Das habe ich vorhin so dahingesagt mit dem Weltstar. Aber es stimmt wirklich. Und es freut mich umso mehr, dass du die Zeit gefunden hast. Heute wollen wir uns über ein Thema unterhalten, und zwar über Danser encore. Das haben vielleicht viele noch im Ohr. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Darüber wollen wir uns unterhalten, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich noch ein bisschen vorstellen. Und ja, du kannst es ruhig zugeben, du bist ein Liedermacher. Liedermacher ist ja für viele ein Wort, das fast schon zum Schimpfwort geworden ist. Aber du bist ein Liedermacher, vielleicht nicht der ersten, aber der zweiten Stunde gewesen. Ja, der Begriff ist natürlich schon etwas verstaubt. Mein Kollege Danny Tschuk singt ja auch, wir sitzen alle in der Liedermacherfalle. Viele nennen sich auch Singer-Songwriter, weil es irgendwie moderner oder hipper klingt. Ich selber habe mich jetzt mit dem Begriff eigentlich wieder angefreundet. Letztlich ist mir was anderes eingefallen, nämlich musikalischer Geschichtendichter. Das eigentlich trifft besser das, was ich mache. Ich erzähle Geschichten und verpacke die in Songs. Aber ich kann mit dem Begriff inzwischen leben. Aber du warst nicht nur einer, der auf Deutsch gesungen hat, sondern du warst auch international, weil du auch viel gereist bist. Wir sind auf Einladung des Goethe-Instituts auf eine dreiwöchige Nahost-Tournee gegangen. Das war natürlich fantastisch. Wir waren damals 18, 19 Jahre alt und das war natürlich ein totaler Kulturschock. Da fing es eigentlich an, dass wir viel in Frankreich getourt haben und viel mehr eigentlich als in Deutschland zum Beispiel. Und später, als sich diese Band auflöste, 74 war das, in Paris, habe ich mit der anderen Band, Ashra Tempel, weitergemacht, die auch international bekannt war. Also so dass immer schon ja internationale Konzerttourneen zu meinem Leben gehörten. Besonders auch, als ich in den 70er Jahren Nico kennenlernte, die ehemalige Sängerin von Velvet Underground, mit der ich dann 4-5 Jahre lang zusammenlebte. Ja, da bist du ja nun wirklich in die Welt der ganz großen Stars aufgestiegen oder zumindest in die Nähe gekommen. Also Nico, das ist die weltberühmte Frau, in die Leonard Cohen unglücklich verliebt war. Und er hat Kerzen angezündet, um ihre Liebe zu gewinnen. Alles vergeblich. Und sie hat mit Alain Delon gelebt, aber abgestritten, dass das Kind auch von ihm ist. Ja. Und du hast mit ihr Konzerte gegeben und hast auch ein Buch über sie geschrieben. Ja, das war natürlich eine wahnsinnige, für mich auch ein wahnsinniger, ein Ereignis in meinem Leben. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich jetzt mit Nico irgendwie mal eine Weile leben würde oder auch Musik machen würde. Man wusste ja, sie kommt irgendwie aus Deutschland, aber war eben auch in einer italienischen Szene schon bekannt, mit Fellini einen Film gedreht, La Dolce Vita, dann in der Warhol-Szene in New York, auch im Swinging London war sie ja, es war ein Mythos schon, bevor man sie überhaupt kennenlernt. Und als ich sie dann tatsächlich auf der Bühne sah, wie sie da mit einem Harmonium saß und ihre betörenden Lieder sang, also das war sowas von außergewöhnlich, ich hatte sowas noch nie gesehen, dazu bildschön, also mich hat total umgeworfen, und dann haben wir uns näher kennengelernt, und sie hat mich dann quasi an die Hand genommen und irgendwie ist auf mich zugekommen, warum auch immer, das wird ihr Geheimnis bleiben, und das war dann natürlich eine sehr aufregende, aufreibende Zeit. Und das war noch vor den 17 Hippies, zu denen wollte ich jetzt eigentlich schon mal springen. Ja. Die Band ist sehr bekannt geworden, gleichzeitig ist sie auch nicht bekannt geworden. Es hat mal jemand gesagt, ihr existiert gar nicht, weil ihr seid gar nicht in den Charts. Aber ihr habt sehr wohl existiert. Ihr habt 1800 Konzerte in 25 Ländern gegeben. 1800 Konzerte in 25 Ländern. Dann sieht man schon die Welt. Also ihr habt nicht existiert in der Welt der Charts. Ja. Ihr habt nicht existiert in der Welt der Bilder, des Fernsehens, der großen Medien. Aber ihr habt existiert in der Welt.
Auf jeden Fall, also das trifft die Sache sehr gut. Wir sind keine Chartsband, wir haben aber wirklich weltweit gespielt, ob jetzt Amerika, also mehrfach, oder Australien, um mal die weiteren Länder zu nennen, Japan, China, also Europa sowieso. Also wir sind wirklich sehr, sehr weit rumgekommen, was am Anfang überhaupt nicht so geplant war. Also die Band hatte sich gegründet in den 90er Jahren, eigentlich als Hobbyband, wie andere Leute kegeln gehen. So klingt es auch, ehrlich gesagt. Es hat nämlich diesen erfrischenden Charme des Unmittelbaren, der Spielfreude. Man merkt, es ist eine Stimmungsmusik und die hat ein wenig den Charme auch von Straßenmusik. Es klingt ein bisschen nach Klezmer und es klingt ein bisschen nach verschiedenen Arten. Vielleicht kannst du es besser erklären. Ja, also am Anfang war das auf jeden Fall so, wie du so gerade sagst, auch die Klezmer-Einflüsse oder Balkan. Ja, es gab einige Rockmusiker, es gab Amateure wie auch Profis. Das war nämlich eigentlich die Idee, dass man zusammen Musik macht. Das ging nicht um Perfektion, es ging um Spaß haben, also Spaß an der Musik haben. Und zwar nicht an eigener Musik, also nicht selbst komponierte Musik, sondern traditionelle Musik, die man irgendwo gehört hat oder aufschnappt und die jeder mit in die Band reinbringen kann. Zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel die Band IG Blech gehört und die hatten eine fantastische Version von einem Brecht-Song und dann habe ich das mit auch reingebracht. Also jeder konnte was vorschlagen und so haben wir die ersten Jahre ein sehr buntes Repertoire aufgebaut. Auch mit eigenen Liedern? Mit eigenen Liedern erst später. Wie gesagt, wir wollten einfach nur so zusammensitzen und eben auch traditionelle Musik machen. Die Idee kam von unserem musikalischen Leiter Christopher Blenkensop, der in Irland war und in einem Pub stand und da spielte eine Band, wie es da so üblich ist. Und nach ein paar Stunden ging der Geiger irgendwie an die Bar, gab seinem Nebenmann die Geige in die Hand und der spielte dann einfach so weiter. Und das ist halt für Irland ganz normal, für Deutschland unvorstellbar. Wir haben halt kein Repertoire mehr, was jeder Musiker irgendwie drauf hat und wo man einfach so weiterspielen kann. Und das war so ein bisschen die Idee, dieses spontane Musik machen. Ja, so kam eins zum anderen und wir haben dann auch wirklich bewusst gesehen, auch als wir in Frankreich dann eben spielten, bei der Fête de la Musique, wo wir eingeladen waren, dass diese Musik, die wir haben, überall total Begeisterung empfand. Nun ist Folgendes passiert. Nun hatten wir diese berühmte Corona-Welle, die über uns hineinbrach. Und gleichzeitig mit dieser Corona-Welle brach auch noch eine andere Welle über uns hinein. Und zwar wurde, man weiß gar nicht, wie man das nennen soll, wie von einem Virus angesteckt, taten sich plötzlich Leute zusammen, fanden sich auf der Straße, die haben zusammen getanzt, sie haben sich dabei sogar angefasst und haben genau das gemacht, was eigentlich man gar nicht machen sollte. Die sind nämlich rausgegangen, sind nicht zu Hause im Lockdown geblieben und haben wieder auf der Straße getanzt. Es ist diese Welle, es ist der Virus des Danser Encore gewesen. Da fanden sich Flashmobs zusammen und ich gucke mir ahnungslos ein Video an von einem Flashmob in Berlin. Da finden sich dann Leute ein, die Danser Encore auf Deutsch singen und dazu Musik machen. Ja. Und dann sehe ich im Hintergrund diesen großen, schlanken Mann mit dem Banjo und denke mir, hey, das ist doch der Lühl. Wie kommt der denn in diesen Flashmob? Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Also du hast es schon sehr schön gesagt, es machte eine Welle, dieses Lied von Ashka und Saltimbanque aus Frankreich. Die haben halt den Original-Flashmob im Gare du Nord gemacht und der kam auf YouTube. Mit meiner Vergangenheit, mit den 17 Hippies, wo wir eigentlich ja auch eine ähnliche Musik gemacht haben. Genau, das dachte ich nämlich. Es ist im Grunde die 17 Hippie-Musik, die da wieder auflebt. Sprach man mich an, ob das nicht was für die 17 Hippies wäre. Dazu muss man sagen, dass die 17 Hippies seit dem Lockdown kaum noch gespielt haben, weil es eben dann auch gar nicht mehr ging. Insofern
war das nichts jetzt für die 17 Hippies. Ich selber war aber quasi aus Notwehr, muss man sagen, seit Februar 21 in die Basispartei eingetreten, hier in Pankow, wo ich lebe. Da saßen wir dann in einer Zeit, wo es, wie du schon sagtest, man sich gar nicht treffen durfte, in einer geheimen Wohnung quasi mit 40 Leuten ohne Masken, trafen uns einmal in der Woche, um uns einfach auszutauschen und eben auch diese Partei voranzutreiben, obwohl wir alle keine Parteifreunde sind eigentlich. Und ich schaute mich so um und merkte, wir haben da einige hochkarätige Musiker in dieser Band, nicht in dieser Band, in dieser Partei oder in dieser Gruppe, die wir da waren. Ich kann nicht so gut mit Politik. Ich bin da wirklich nicht so geschult in Diskutieren und in diesen ganzen Dingen, die man dazu wissen muss und ja, uns allen so. Aber ich kann Musik machen. Dazu muss ich sagen, meine Frau ist die ganze Zeit nicht aus dem Haus gegangen, weil sie eine Maskenphobie hat. Mhm. Also kamen verschiedene Sachen zusammen und der Akkordeonspieler Jan Budweis, der auch in der Basis ist, sagte mir, Lü, hier ist so ein Lied, das könnte fast von den 17 Hippies sein. Dans hier encore, hör dir das mal an. Eine andere Frau, die auch kritisch ist, schrieb mir, hey, hier, das wäre für die 17 Hippies. So kam dieses Lied zu mir und wir haben dann eine deutsche Version gefunden. Und ach so, und dann habe ich gesagt, okay, ich gründe die Basisband Berlin und wir machen diesen Flashmob mit einer deutschen Version. Und hatten uns dann im April verabredet, ich glaube 17. April war das, wo das wirklich verboten war, eigentlich sich mit mehreren Leuten überhaupt zu treffen, am Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg, um dort eben das Lied zu spielen. Wir kamen dahin mit 30 Leuten ungefähr und da war die Polizei aber schon da. Also genau da an der Bank, wo wir uns verabredet hatten, die hatten irgendwie Wind davon bekommen, sodass wir also dort gar nicht spielen konnten. Dann haben wir aber also mundpropagandamäßig, okay, wir gehen jetzt also zum Helmholtzplatz, der ist halt irgendwie 600 Meter weit, das hat die Polizei nicht mitbekommen. Und dann haben wir dort gespielt und es war so zauberhaft und uns allen ging halt das Herz auf und man tanzte wieder in einer Zeit, wo das nicht sein durfte und wir haben es aber einfach gemacht und wir hatten auch Zuschauer, die davon mitbekommen hatten und dann war das unser Flashmob und als wir fertig waren, kam dann auch die Polizei, aber da waren wir dann schon eben fertig. So ein Flashmob tut ja so, als wäre alles ganz spontan. Wenn man zum ersten Mal so einen Flashmob sieht, dann sieht man eine Fußgängerzone und plötzlich kommt da einer aus dem Auto ausgestiegen, der hat zufällig ein Cello dabei und es kommt immer mehr und die singen dann Halleluja. In Wirklichkeit ist so ein Flashmob ja gar nicht spontan. Man muss ihn ja vorbereiten. Die Leute müssen sogar üben. Ja, die müssen so, die tun so, als würden sie sich gerade zusammenfinden, aber sie haben ja vorher geübt. Und du hattest das auch organisiert. Du hattest die Leute eingewiesen, wie bei einer konspirativen Begegnung. Ja. Hast du ihnen eine Mail zugeschickt, wann sie sich treffen? Ja, wir haben einen geheimen Ort gehabt, wo wir halt proben. Nee, es sind nur 3 Akkorde, so schwer ist es nicht, aber trotzdem muss man das natürlich zusammen arrangieren, besonders wenn man halt 20, 30 Musiker hat. Das haben wir natürlich vorbereitet, klar. Und es war aber schon ein bisschen erschreckend auch, wie gesagt, mit der Polizei hier in Berlin, dass die davon wusste. Und eigentlich wollten wir 2 Flashmobs machen, wir wollten noch weiterziehen. Mhm. Aber da dieser Flashmob am Helmholtzplatz so gelungen war, also es war perfekt, dass ich dann, während wir spielten, schon unseren Musikern gesagt habe, so, wir lassen es bei diesem einen, das war's jetzt. Das haben aber nicht alle mitbekommen und die sind dann weitergezogen zum nächsten Ort, wo wir nämlich noch hätten spielen wollen und die haben dann erzählt, dass da schon überall wieder Polizei war. Ja, also die wussten davon. Dieser Flashmob, den wir da gemacht haben, der ist ja der meistgeklickte deutschsprachige Flashmob von diesem Lied. Das ist schon auch toll, dass das dann eben so Kreise zieht. Die haben da wirklich ein kleines Wunder vollbracht. Ja, das kann man wohl sagen. Das hat sich verselbstständigt. Ja. Das gibt so viele Versionen davon. In allen Sprachen. Also es gibt, also ich mag besonders die Version in Portugiesisch. Ja. Es gibt auch eine Version in Russisch. Ja. Und nicht zu vergessen, eine in Sächsisch. Nicht lach, jetzt geht der ganze Quatsch hier schon ein Jahr. Ich hab die Schnauze voll, die können mich mal. Soll mal wieder sein, wie's früher war. Und es gibt Instrumentalversionen jeder Art. Es gibt eine Version mit Hang. Ja. Natürlich ganz viel mit Ukulele.
oiseau de passage, jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance. Ja. Und sogar eine mit Glockenläuten. Ah, Orchesterversionen gibt es also davon. Also kennst du mehr als und ich. Und wie Kunstlieder, ja. Also Chansons. Ja. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur... Wieder wie Protestlieder, ja. Chöre. Und es hat eben nicht nur die Dimension des Singens, sondern auch des Tanzens. Ja. Und da haben sich auch viele beteiligt, die einfach nur ein tolles Video gemacht haben. Ja. Mit allen möglichen Tanzszenen aus berühmten Filmen oder die überhaupt Tanzaktionen gemacht haben. Es war ja. Musik, Tanz... Und Begegnung, und es war eine Form von Protest. Genau. Es war, und zwar eine ganz besondere Form. Es war nämlich eine Form, die freundlich war, die einen besonderen Charme hatte. Ja. In dem Originaltext heißt es sogar, dass sie immer Wert legen auf Eleganz. Ja. Es geht nicht darum, die Welt zu beklagen, nee. Sondern es geht darum, die Lebensfreude wiederzuentdecken. Und ganz genau, also wo du das jetzt so erzählst, mir laufen richtig so Schauer über den Rücken. Also du triffst das wirklich genau so, wie das Lied, glaube ich, gemeint ist. Und die haben es ja auch auf ihrer Webseite frei. Also die wollen auch nichts dran verdienen. Das geht einfach um die Welt und das ist ganz toll. Also was die da gemacht haben, ist eine tolle Initiative und die hilft den Menschen also so viel. Und das merken wir eigentlich jedes Mal, wenn wir das spielen. Wir hatten zum Beispiel ganz interessante Demonstration im Winter. Es war feucht, es regnete am Bebelsplatz, hier wo die Bücher verbrannt wurden. Da waren auch die Jews for Justice in einem sehr dramatischen Appell, dass man eben, also wie soll man sagen, ja, das ist halt immer schwierig, wenn man die jetzige Zeit mit der Nazi-Zeit vergleicht. Aber aus dem Munde von Juden for Justice war das natürlich nochmal ein besonderer Aspekt, wo die aber gesagt haben, sie setzen das nicht gleich, aber sie würden es schon vergleichen. Das ist ja immer das Wichtige. Richtig, richtig, richtig. Man sagt so gerne, man soll nicht vergleichen. Ja, ja. Wobei ich finde, man sollte ruhig vergleichen, denn vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen. Genau, das ist der Unterschied. Wenn man richtig vergleicht, dann sieht man die Ähnlichkeiten oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten und man sieht die Unterschiede. Ja. Dazu sind die Vergleiche ja gut. Also, als die große Pest war und im Mittelalter Europa fast vor der Ausrottung stand, weil die Pest richtiggehend wütete, gab es gleichzeitig eine Tanzbewegung. Das waren die Veitstänze und es waren auch Flagellanten. Da wurde wie verrückt auf den Straßen getanzt. Ja. Und nun kann man auch vergleichen, eine große Pest und eine große Tanzbewegung. Ja. Aber die Vergleiche zeigen eben den Unterschied. Ja. Es ist eine Tanzbewegung ganz anderer Art. Eine Tanzbewegung der Lebensfreude, nicht eine Tanzbewegung der Verzweiflung. Und eine Pest war die Corona-Sache ja nun auch nicht, oder? Was du sagst, ist genau richtig. Es strahlt halt diese Lebensfreude aus und Protest gleichzeitig. Und das ist halt nicht so beklagend, sondern es ist positiv. Und das spricht auch die Leute wirklich an, wie man es ja merkt. Also der Funke springt einfach über. Das ist ja einfach das Geheimnis von diesem Lied. Wir standen da mit den Instrumenten. Die durften dann in so ein Zelt untergestellt werden. Die Polizei guckte zu. Wir selber durften aber nicht unterm Zelt stehen, weil wir dann zu nah aneinander standen. Aha. Also es war wirklich... Ihr musstet Abstand haben. Dabei ist es doch gerade die Idee von dem Tanzen, dass man sich womöglich sogar anfasst. Ja, und dann haben wir dieses Lied gespielt und da waren auch nur so 150 eisenharte Demonstranten, die halt einfach da am Bebelsplatz auch mal ein Zeichen setzen wollten. Und dann spielst du dieses Lied im Regen quasi und du merkst, wie diese Welle überschwappt zu den Leuten und die ihren Mut gibt und so. Später wurde übrigens diese Veranstaltung abgebrochen wegen dieser Rede von den Jews for Justice, weil sich da jemand übermarkiert hatte und die Polizei das dann unterbrochen hat. Ich will nur sagen, also diese Band und dieses Lied, das hat diese Power, den Leuten Mut zu geben. Und Musik hat nochmal eine andere Kraft. Die Musiker sind sich nicht alle einig. Und die Leute, die gerne tanzen und die das mögen, die Musik mögen, sind sich auch nicht alle einig, wenn es darum geht, diese Corona-Maßnahmen einzuschätzen. Genau. Da habe ich den Eindruck, geht nur wirklich ein Spalt durch die Menschen, nicht nur durch die Künstler und auch durch das Publikum, sondern durch alle, die betroffen sind. Die einen, die sich ängstlich an alles halten und die dann auch ein gewisses Bedenken haben gegen dieses Lied, das kommt ihnen dann zu frech vor. Also ich kenne Kommentare von diesem Flashmob von einer Freundin, die da auch mitgemacht hat, die sagte, aber ihr wart doch alle geimpft, oder? Ne, so. Oder es gab andere Kommentare von Kollegen, ihr dürft das nicht machen. Ja,
wo unsere Kollegen, die, mit denen man jahrelang gespielt hat, das total verwerflich finden. Also das gibt es halt und wir haben es ja alle erlebt, was da für Kommentare kommen. Da muss man erstmal durch. Ja. Wir als Künstler sind ja eher gewohnt in der Regel, dass wir Lob bekommen für das, was wir machen. Und auf einmal kriegen wir Schelte und werden als rechtsradikal beschimpft. Und hast du Hassmails gekriegt? Ja, Hassmails würde ich jetzt nicht sagen, aber auf Facebook ging es schon ganz schön ab, muss ich sagen. Und wie bin ich dann überhaupt dazu gekommen, dass ich sozusagen zweifelte an dem Narrativ? Ja. Ich selber war nämlich am Anfang, als es anfing mit dem Lockdown, diese Bergamo-Bilder kamen und die auch die Merkel-Rede mir anhörte oder auch irgendwelche Talkrunden mit Drosten und so weiter, fand ich das alles genau richtig. Man weiß nicht, was da kommt. Man muss eben vorsichtig sein und so weiter. Während meine Frau, die aus Bautzen kommt, von der ersten Sekunde an sagte Lühl, das ist faul, da ist irgendwas fake. Von der ersten Sekunde an? Sind viele aus dem Osten, die da irgendwie ein Gespür für haben, dass da irgendwas erzählt wird, was nicht stimmt. Also ist meine Erfahrung jedenfalls. Sie hat also nicht nur eine Maskenallergie gehabt, sondern sie hat auch einen besonderen Blick gehabt und ein besonders gespitztes Ohr für Sachen, die nicht stimmen können. Und die hat sofort sich hingesetzt, sie ist Skorpion und sie recherchiert immer sehr gründlich. Bergamo, Skorpion. Was ist das? Mit Skorpion. Ja, sie ist, sie ist als, als Sternzeichen, Skorpion. Genau. Und sie Sie recherchiert und sind sehr kritisch. Also wenn die was sind sehr gründlich und sehr kritisch und Skorpione glauben auch nicht an sowas wie Sternkreiszeichen. Sie hat sofort recherchiert, Bergamo, wie ist die Todesrate in den letzten Jahren. Hat also um einen Vergleich zu haben. Ja, genau. Und hat halt auch gesehen, dass es eine Gegend ist, wo sehr viele alte Menschen leben, wo auch die Luft ganz schlecht ist und wo die Todesrate sowieso immer hoch ist. Und diese Bilder eben hat sie auch angezweifelt und wie das ja dann später auch rauskam, zu Recht. Und ich habe das aber alles noch nicht wahrhaben wollen, weil dann wäre ja für mich so eine ganze Welt zusammengebrochen. Ja. Ich glaube, das Problem haben alle. Genau, oder viele. Dieses Problem haben alle und da ich verstehe auch die Leute, weil ich selber gehörte die ersten zwei Monate auch dazu, dass ich das einfach nicht glauben wollte, dass sie uns einfach belügen und was erzählen. So hatten wir eine Weile lang zwei Meinungen. Aber die Ehe hat es überlebt. Ja, genau. Aber dann kam halt Bakhti auch, denn fünf Fragen an Frau Merkel. Das war so ein kleines YouTube-Video, wo ich dachte, Moment mal, der Typ scheint ja auch wirklich kompetent zu sein und der stellt wichtige Fragen und zwar Fragen, die ich im Mainstream-Fernsehen überhaupt nicht gehört hatte. Dann kam dann die Regel, dass man nicht mehr allein auf einer Parkbank sitzen durfte. Da kam meine Frau zu mir, übrigens Lühl, man darf jetzt hier nicht mehr alleine auf der Parkbank sitzen. Und ich bin sofort raus, habe mich auf der Parkbank gesetzt, habe gesagt, so, okay, also jetzt möchte ich wirklich verhaftet werden und ich möchte gerne die Begründung davon hören, warum ich da hier nicht sitzen darf. Und dann war das so absurd und dann war klar, also Moment mal, hier läuft irgendwie was aus dem Ruder und ganz falsch. Und dann sind wir auch zur ersten großen Demo gegangen von den Querdenkern am 1. August hier in Berlin auf der Straße, 7. Juni, weil wir wohnen nicht weit und wir wollten einfach auch mal so ein bisschen gucken, wer läuft denn da so rum. Ja, wer da rumläuft. Reichsbürger laufen da und dann war schon mal klar, Moment mal, das sind überhaupt keine, also das hatten wir sowieso nicht erwartet, aber dass da so viele Rechtsradikale, also gut, es gab bestimmt auch ein paar Reichsfahnen, will ich gar nicht bestreiten, aber die Mehrzahl, die große, große Mehrzahl war ein bunter Haufen. Es war sehr bunt, es waren Ältere, waren Junge, es war wirklich sehr gemischt und jetzt komme ich da auf diesen Hass dann wieder zurück. Ich habe einen Artikel weitergeleitet von der Berliner Zeitung, der den Titel hatte, erstmal zuhören, nicht gleich verurteilen oder so. Also ähnlich war der Titel. Und ich habe nur diesen Titel verlinkt und dazu geschrieben, genau. Also ich habe noch nicht mal selber irgendwas geschrieben. Man sagt, dass genau das häufigste deutsche Wort ist, was verwendet wird. Das hat immer jemand gesagt, der Deutsch gelernt hat. Er hat gesagt, die Deutschen sagen immer genau. Whatever. Jedenfalls, hast du auch gemacht. Auf jeden Fall kam dann, also zack und Lühl. Und das war halt dann von Journalisten aus Berlin, von Musikerfreunden. Also ich war dann für die abgestempelt, also nach dem Motto, du gehst mit Rechtsradikalen auf die Straße, dann bist du selber einer. So, ne? Und das tut natürlich weh, vor allen Dingen, wenn man selber da war und gesehen hat, das ist... Also ich meine, man kennt doch die Rechtsradikalen, wie die aussehen. Also das ist wirklich eine andere Nummer. Und das war halt ein buntes Völkchen, was ich da getroffen hatte. Und das waren einfach Leute, die mit der Berichterstattung nicht einverstanden waren, die also im Einklang immer sagt, wie schlimm alles ist und so weiter und diese ganzen komischen Regeln eben anzweifeln. Ich bin aber standhaft geblieben und das musste man aber erstmal auch verkraften. Also wenn man da so einen Shitstorm bekommt, auch von guten Freunden, denen man jahrelang Musik gemacht hat oder so und dann die auf einmal dann...
als Nazi bezeichnet. Da haben, glaube ich, viele von uns mit zu tun gehabt. Ja, hast du es erlebt, dass Freundschaften auseinandergegangen sind? Ja, natürlich. Auch vielleicht Ehen auseinandergegangen sind? Oder? Also ja, bei uns zum Glück dann nicht, aber es war auch eine kritische Zeit, wie gesagt, wenn dann so zwei Meinungen sind. Aber ich habe zum Beispiel gerade vor 3 Tagen eine Frau bei einem Konzert kennengelernt, die ist 46 Jahre verheiratet. Ihr Mann ist, sagen wir mal, Mainstream-gläubig und sie ist halt kritisch, ja. Mainstream-gläubig. Und die leben zusammen und sie sagt auch, ja, aber was sollen wir denn machen? Wir sind seit 46 Jahren zusammen. Aber ich kenne auch andere Geschichten, wo ein Mann seinen 60. Geburtstag feiert mit einer Party. Seine Kinder und seine Frau kommen nicht und gehen da nicht hin. Also das gibt es natürlich auch und das ist natürlich furchtbar. Auch in meiner Familie, da haben die nur mit dem Kopf geschüttelt und mich halt dann auch beschimpft, dass ich halt da mit Rechten auf die Straße ginge. Ja? Also das ist ja der Tenor, dieses Framing, das wir jetzt alle erleben. Und das muss man erstmal abschütteln oder irgendwie versuchen, damit klarzukommen, weil für viele von uns, die eher aus dem linken Spektrum kommen oder aus dem Grünen oder Alternativen, wenn wir jetzt auf einmal als rechts bezeichnet werden, ist für uns alle so, also eins der größten Schimpfwörter sozusagen, was man eigentlich kennt. Wobei sich das ja jetzt relativiert, weil die Antifa, die ist ja jetzt, also wenn man von also im Ursprung der Antifa ausgeht, dann ist das ja ein Witz, was jetzt die Antifa macht. Und das dreht sich ja alles. Und links ist gar nicht mehr links und rechts jetzt gar nicht mehr rechts. Also diese Werte sind ja total durcheinander gekommen. Das ist ja alles verkehrt worden. Und ich kann inzwischen damit leben, dass ich bei einigen als rechts gelte. Wenn es dann für die so ist, ist es mir egal. Ich bin kritisch. Ich weiß, dass die Regierung uns belügt und die Pharmaindustrie Druck macht und Sachen passieren, die nicht passieren dürften. Das wundert mich am meisten. Eigentlich müssen es doch die Linken und die Alternativen sein, die auf den Spuren der Pharmaindustrie sind, die da irgendwie genau. Mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wo steckt das große Geld? Wo sind die Konzerne? Ja. Das schüttelt man den Kopf, denn wenn ich höre Campino von Toten Hosen, der noch bei der Schweinegrippe, das ist gar nicht so lange her, Reden gehalten hat gegen die Pharmaindustrie und der jetzt aber ein großer Impfbefürworter ist. Also sowas sieht man ja überall und es gibt leider natürlich viel zu wenige, auch hier in Deutschland, aber auch weltweit, wenn man sieht, wie Eric Clapton oder Van Morrison beschimpft worden sind oder hier in Deutschland ja auch. Es gibt ja gar nicht so viele. Also die großen Künstler, wie jetzt Lindenberg oder Grönemeyer und solche Leute oder hier Xavier Nadu, der jetzt noch mal so eine Rede gehalten hat, wo er sich da so ein bisschen entschuldigt für alles, also wo man auch denkt, Moment mal, was geht denn da ab? Ja? Aber die Leute, glaube ich, die sind halt auch selber Teil des Systems. Ja? Mhm. Und die wollen da auch nicht von lassen. Ja? Wie haben denn die Künstler überhaupt diese 2G-Regelungen überstanden? Ja, also ich habe sowieso gesagt, ich mache da nicht mit, aber ich spiele jetzt auch nicht vor Riesenhallen und so weiter. Ja, aber es galt auch für kleine Bühnen. Also ich habe da jedenfalls nicht mitgemacht. Und da sind mir auch viele Konzerte durch die Lappen gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich mache das nicht mit. Und wir haben ja eingangs von meiner Band 17 Hippies geredet, die in dieser Zeit wenige Konzerte spielten, aber die eben auch dann letztes Jahr die 2G-Regel befürworteten. Und dann gab es eine E-Mail, auch für die Proben, wo es dann hieß, also wenn man geimpft ist, ist man willkommen und wenn nicht, nicht. Und da habe ich dann auch nach 25 Jahren sagen müssen, also es tut mir leid, ich lasse mich nicht impfen, ich mache da nicht mit und ich bin auch nicht dafür, die 2G-Regel anzuwenden fürs Publikum, wo dann Leute eben nicht reingelassen werden können. Also deshalb bin ich da jetzt erstmal raus. Ich bin zwar noch nicht offiziell quasi ausgestiegen, aber es ist eigentlich jetzt schon so, die Konzerte finden jetzt ohne mich statt, wo ich 25 Jahre so ein bisschen auch so eine Kultfigur immer war und ist jetzt eben nicht mehr so. Da hat sich halt auch was getrennt. Aber ich bin auch einer, der sagt, wir können uns jetzt nicht immer alle nur noch irgendwie trennen. Wir müssen auch versuchen, wieder aufeinander zuzugehen. Insofern bin ich eher jemand, der versucht, Brücken zu bauen, so schwer das aber auch ist. Und ich selber habe da auch noch keine gängige Formel gefunden, wie man mit Leuten, die halt dieses Stream-Narrativ nach wie vor glauben und wenn die dann dreimal geimpft sind und krank sind, dann sagen, ja, ein Glück bin ich geimpft, weil sonst wäre ich gestorben. Wenn die halt diese Infos haben, und die glauben und wir aber, die mehr kritisch sind und mehr recherchieren und sich einfach auch andere Quellen holen, wo man eben Nachrichten bekommt, die im Mainstream nicht sind, dann haben wir halt einen anderen Wissensstand. Und das ist dann wirklich schwer und da waren ja 2 Jahre Zeit, darüber zu diskutieren. Und wenn dann immer noch solche Meinungen so sind, dann ist es schwierig, da aufeinander zuzukommen. Ja, also weil es ja gar nicht um Wissen geht, es geht ja um Gefühl.
Es geht um fast schon so etwas wie Glaube. Und es geht um so etwas wie ein gesamtes Weltbild, das nicht zusammenbrechen darf. Genau, genau. Und ich verstehe es auch, wie gesagt, weil ich selber ja auch so dachte, oh Gott, das wollte ich noch sagen, zu dieser Demonstration, weil das war für mich ein ganz wichtiger Punkt beim 1. August, diese Querdenker-Demonstration, wo Hunderte, Tausende waren. Es war, glaube ich, keine Millionen, denke ich mal, war es nicht. Aber als ich den nächsten Tag in der Zeitung las, und zwar in allen Zeitungen, ob es jetzt Tagesspiegel war oder Süddeutsche oder sogar New York Times, die redeten alle von 20.000 Leuten. Ja, ich habe sogar eine Meldung gehört von 17.000 Leuten. Ja. Und da habe ich gesagt, wie kommen Sie auf diese exakte Zahl? Weil es die Straße des 17. Juni war. Alles so, okay. Nicht erklärt. Und ich meine, wir kennen das von der Love Parade. Also man hat da Vergleiche, wenn man da war, die Bilder. Und wie gesagt, jetzt keiner sagt, da waren eine Million. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, ey, wir waren hier da Millionen oder so. Würde ich nicht sagen, aber ich denke mal, dass es mehrere Hunderttausend war. Und wenn dann in allen Mainstream-Zeitungen diese 20.000 da erwähnt werden, bis zur New York Times, dann weiß man ja, hier wird man irgendwie belogen. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich dann gesehen habe, also Tagesspiegel, mit denen ich eigentlich die letzten Jahre immer gute Erfahrungen hatten, die mich auch sehr gefeatured haben mit meiner Karriere. Ich habe ein Lied über West-Berlin geschrieben, zum Beispiel, das wurde als Denkmal für die Stadt tituliert und so weiter. Da das ich bist aber du auch. Da du hast ich auch Berlin-Lieder geschrieben. Ja, aber da habe ich dann gesehen, da kann ich nicht mehr mitmachen. Da bin ich raus. Das Problem ist halt eher, finde ich jetzt, dass wir, die so kritisch sind, eben diese Medien nicht haben. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, Millionen von Menschen zu beeinflussen tagtäglich mit quasi Propaganda. Und deshalb wird es sehr schwer werden, da Leute aufzuwecken. Also der eine Punkt, wie gesagt, dass man gar nicht aufgeweckt werden will, weil das zu furchtbar für einen ist. Es gibt zum Beispiel auch, habe ich in einem Eric Clapton-Interview gesehen, das fand ich ein sehr schönes kleines Foto. Da siehst du zwei ältere Herren, ich glaube Amish People, so mit Bärten. Und dann kommt ein Reporter und fragt, wie kommt es, dass sie hier kein Covid haben? Und dann sagen die, ja, wir haben kein Fernsehen. Ja, das ist wirklich gut gesagt. Und das ist auch mein Verdacht, den ich habe. Ich habe vorher nämlich gesagt, ihr seid als 17 Hippies gar nicht existent gewesen. Euch gibt es gar nicht, hat man euch nachgesagt, weil ihr nicht in den Charts wart. Ja. Also ihr wart nicht im Fernsehen. Genau, aber ihr wart in der Welt. Ja. Und das ist eben der große Unterschied. Ja. Schon Alexander von Humboldt hat ja gesagt, die gefährlichste Weltanschauung stammt von Leuten, die sich die Welt gar nicht anschauen. Und ihr wart in der Welt, ihr wart überall in der Welt und ihr kennt die Sache sozusagen von der Straße her. Und da sieht das ganz anders aus. Da sieht das ganz anders aus als von den vielen Flimmerbildern, die man im Fernsehen hat. Ich kann mich noch erinnern, dass es eine Zeit lang zu jeder Inzidenzzahl ein Bild von einer Intensivstation gab. Ja. Die damit dabei haben die Dinge gar nichts miteinander zu tun. Die Inzidenzzahlen, wie immer die auch zustande kommen, sind natürlich viel höher als die Belegung in den Intensivbetten. Und du hast gesagt, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, gegen diese Propaganda eine Art Gegenpropaganda zu machen. Und ich habe schon gesagt, es nützt auch nichts, weil die guten Ideen, die besseren Zahlen, die besseren Argumente, überhaupt die Wahrheit, die hat wenig Chance gegen das große Gefühl. Danser encore hat mich selber auch so berührt, weil die versuchen nicht zu argumentieren und zu sagen, hier, ich habe die besseren Zahlen, ich kann das, ich kann alles belegen, ich kann alles beweisen, sondern die gehen auf das Gefühl. Sie gehen voll auf das Gefühl. Und insofern sind die Musiker gefragt. Aber die Musiker, wie ich sie sehe, sind auch gespalten. Also du hast es selber schon gesagt, es gibt welche, die können einfach nicht verzichten darauf, mitzumachen bei dem, was jetzt Mainstream-Gläubige, wie du sie genannt hast, machen. Auch in der kleinen Szene, die ich mehr kenne als die große Welt der Stars, da sehe ich eben, dass es da wirklich zwei Lager gibt. Leute wie du, die konnten sich noch zurückziehen und sagen, na gut, dann lasse ich jetzt meine Tournee ausfallen, dann sitze ich mich nach Hause und schreibe neue Lieder. Aber andere hatten es viel schwerer, die konnten gar nichts mehr machen. Ja. Also dazu kam ja auch, also bei mir, das muss man ja auch erwähnen, gerade in Berlin war es ja so, dass ganz, also ich war geschockt, ich musste eine ganze Tournee absagen, im März 20 war das, genau, als das anfing. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, mich trifft es jetzt richtig hart irgendwie. Dann habe ich aber nach einer Weile gesehen, Moment mal, das trifft andere Branchen auch noch viel härter teilweise oder ich bin da nicht alleine. Und dann kam in Berlin da aber tatsächlich ganz schnell, innerhalb von Wochen, glaube ich, war das, eine 5.000 Euro wurden quasi verschenkt eigentlich. Man musste nur sich in einer Warteschleife quasi auf einer Seite melden und das habe ich natürlich dann auch gemacht und ich war dann anstelle Wartenummer 170.000 oder so. Mhm. 170.000, ich dachte so, ja, vielleicht bin ich ja Wartenummer 50 oder so, ja, 170.000. Und es ratterte aber in einem Wahnsinnstempo runter. Also alle drei Minuten waren Gelder
ausgeschüttet worden. Man denkt ja, die müssen Geld drucken, weil die ganzen Kneipen und alles. Also eben, es ist auch haufenweise Unglück angerichtet worden. Es sind auch haufenweise Leute pleite gegangen. Ja. Und nicht nur die Künstler, sondern auch eben gerade die Techniker oder die Gastwirte. Ich finde erstaunlich, wie wenig Kneipen zu sind, die meisten. Also ich würde fast sagen, 95% sind immer noch existent. Die Discos machen inzwischen vielfach, habe ich gesehen, oder auch Veranstaltungsräume machen Impfzentren. Ja, das ist ja auch ganz pervers. Ja. Das verkehrt sich ja total. Und ich kenne diverse Kneipiers, die sind immer noch, die sind jetzt wieder am Start, jetzt ja sowieso, aber die haben diese Zeit halt überbrückt. Einige sind auch draufgegangen. Das stimmt. Zum Beispiel hier in der Kollwitzstraße, Scotch und Sofa. Der Gastronom hatte halt Herrn Füllmich und Frau Viviane Fischer seine Kneipe zur Verfügung gegeben, um eine Partei zu gründen. Das wurde gefilmt. Die Antifa war da. Die Antifa hat quasi seine Kneipe zerstört, muss man so sagen. Die Mieter haben ihn als Rechtsradikalen beschimpft. Der ist am Ende. Ja. Sowas gibt es halt auch. Aber in der Regel, finde ich, sind ja alle noch irgendwie existent. Das wundert mich so, dass da so viel Geld halt in Umlauf gebracht wurde, um das aufzufangen. Und das ist natürlich auch irgendwie ein Irrsinn. Und du hast überleben können oder die Zeit sogar gut nutzen können. Andere haben die Zeit nur genutzt, um die Steuererklärung zu machen und den Keller aufzuräumen. Aber du konntest die Zeit gut nutzen, um neue Lieder zu machen. Aber das war natürlich in diesem Fall wirklich auch schwer, muss ich sagen. Also das erste Lied, was ich geschrieben habe, wo wir also quasi alle in Quarantäne waren und das wirklich so bizarr war. Also das war ja, die Welt stand still. So, ne? Und da habe ich halt auch zu Hause dann, weil man ja auch gar nicht mehr raus durfte, nicht ins Studio ging und so, sondern ich habe das zu Hause produziert, das Lied Die Welt hält an. Und meine Frau hat dazu, die macht Videos, Bilder gefunden und dann ging es quasi aus unserem Wohnzimmer in die Welt. Ja, also das fand ich auch eine neue Erfahrung, die toll war. Das haben einige auch versucht, auch mit Konzerten, die sie gestreamt haben. Ja, hatten wir, aber das ist ja auch eine so das ist eine kein Ersatz. Für das Sache. Echte gibt es keinen Ersatz. Dafür nee. Auf der Straße zu tanzen, genau. Sich persönlich an den Händen zu halten. Aber dann das nächste Lied, das, als ich dann kritischer wurde und merkte, Moment mal, hier geht irgendwas, hier ist, es stimmt was nicht. Und es war so groß, kamen so viele Informationen zusammen. Da war es für mich sehr, sehr schwer, ein Lied zu schreiben, was für mich das zusammenfasst, was da geht. Da kam mir zu Hilfe, dass es gibt einen amerikanischen Comedian JP, der hatte so einen Sketch, der macht immer kritische Sketche und kam dann in einem Sketch, er spielt sich selber zweimal. Einmal war er die freie Rede, Free Speech, ja. Und traf dann auf YouTube und hat so sein Befinden als Free Speech quasi erzählt. Und das hat mich natürlich total gekickt. Und dann habe ich gesehen, dieser Kniff... Da hast du ein Lied draus gemacht. Da, genau. Und dann, klar, okay, das kann ich machen. Wenn ich mich selber als freie Rede sozusagen mir ein Lied selber schreibe, wie ich mich als freie Rede gerade fühle. Da haben sich viele Sachen dann für mich in diesem Song wiedergefunden. Und ich konnte dann einen Weg finden, ein Lied zu schreiben, was jetzt zwar anklagt, aber eigentlich nur ein... Also jetzt, ich finde immer schwierig, wenn man so Leute so... Ja, beschuldigt oder irgendwas, das ist so nicht so meine Art, aber... Und dann noch im Plural, ihr müsst ja, ja, genau, und deshalb habe ich versucht, dieses Lied neutral zu verfassen, also ja. Einfach so... Als wäre es eine Person. Genau. Und dann schicke ich das rum. Also das Lied war fertig. Ich schicke das dann, wie ich es immer mache, an die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und zum Beispiel an den MDR, der ganz viel meiner Lieder spielt. Und die sind große Fans. Und nach einer halben Stunde bekomme ich die Antwort, lieber Lühl, vielen Dank für dein Lied. Passt gerade nicht ins Programm. Och. Ja. Und dabei ist es ein Lied, wo man sagen muss, ich bin die freie Rede. Das ist genau deine Art, wie du Lieder machst. Als wärst du selber auch in deinen anderen Liedern die freie Rede. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Nee, du sagst einfach so, du redest so davon. Sie sind nicht ohne Poesie und sie sind nicht ohne eine gewisse Verzauberung und Verklärung, aber sie sind direkt. Ja. Dein Ton ist direkt und ich bin die freie Rede ist eigentlich nur ein typisches Lied für dich. Ich bin die freie Rede, wie hat man mich geliebt, wie hat man mich gefeiert, war stolz, dass es mich gibt. Ich kam groß raus, auf YouTube meiner Bleibe, Facebook, Twitter, Instagram für Texte, die ich schreibe. Peu à peu klaute man mir die schönsten Worte, reden ging dann immer mehr, nur noch mit Eskorte. Freunde blieben weg, kehrten mir den Rücken, sagten mir, ich rede Dreck, ich solle mich verdrücken. Ich bin die freie Rede. 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 Ich meine, ich kriege so viel Feedback auf dieses Lied, weil es halt wirklich auch den Nerv trifft irgendwie. Da bin ich natürlich auch froh drum. Ich habe jetzt ein neues Lied, ich habe ein Album jetzt rausgebracht. Das war ja auch gut, dass es eben Mittel gab,
von der GEMA und GVL für Künstler 5.000 Euro. Da konnte man schon mal... 5.000, genau. Das hat vielen auch geholfen. Ich habe das auch benutzt und habe eine Platte gemacht, Der stille Tanz. Und da ist sozusagen das Folgelied, das heißt Verbrannte Erde. Das ist jetzt sozusagen die Situation, die wir jetzt eben haben, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass eben jetzt dieser Riss durch die Gesellschaft geht oder auch durch die Familien oder auch Firmen. Und überall ist es ja so. Und wie wir damit umgehen und wie man sich damit fühlt. Und das Thema wird uns ja noch eine Weile beschäftigen, nehme ich mal an. Also da gibt es wahrscheinlich noch Material, was man aufarbeiten kann. Was ich an deinen Liedern schätze, das ist eben nicht nur diese freie Rede, die du pflegst, wenn du selber deine eigenen Texte schreibst, sondern die haben auch etwas Positives. So wie du vorhin gesagt hast, du willst in den Liedern nicht Leute anklagen, du willst ihnen ein gutes Gefühl geben. Man fühlt sich nach deinen Liedern besser, als man sich vorher gefühlt hat, während man sich sonst oft schlechter fühlt, als man sich vorher gefühlt hat. Und es gibt sogar ein Lied von dir, also wie zum Beispiel Verliebt in Du, das ist wirklich ein bekanntes Lied von dir, aber auch wo du in einem Solarboot fährst und die Welt genießt und da kommen Zeiten drin vor, schön ist unsere Heimat. Ja. Also, hallo. Ja, ich weiß, ehrlich gesagt, ich singe es ja jetzt immer, weil es jetzt auch auf der Platte ist und gerade dieses, ich singe es auch innig, gerade diese Zeile, ja, und das ist natürlich, also das geht ja gar nicht eigentlich, ja. Das und ja das so, Leben also, ist gut. Also rechter geht es ja gar nicht so ungefähr, ne, und aber ich meine es ja auch ernst und wie du schon sagtest, ich bin wirklich viel rumgefahren in der Welt und habe viel gesehen und ich fand auch immer dieses exotische, unbekannte Kulturen und so weiter, das zu erleben oder so ein bisschen da mal reinzuriechen, immer viel interessanter als in Deutschland rumzureisen, ganz ehrlich. Ja. Ich muss aber jetzt sagen, vor der Haustür kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ja? Und wenn man dann mit einem Solarboot von Berlin aus die Havel runterschippert, dann lernt man ja eben die eigene Heimat mal kennen, ja, die Natur und wie schön die ist. Und das gilt es ja auch zu schätzen. Ja, und so machst du auch weiter. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, du hast einen vollen Terminkalender. Ja. Du wirst also jetzt weiter auftreten und du wirst auch nicht alleine auftreten, sondern du hast auch wieder, wie bei dem Flashmob, Leute um dich geschart, die auch eine, sagen wir mal vorsichtig, kritische, aber auch eine lebensfrohe Einstellung haben zu den aktuellen Problemen. Und vielleicht kannst du sogar ein paar von denen, damit es nicht immer so wirkt, als würden wir nur über dich und deine Weltkarriere sprechen, ein paar von den Kollegen empfehlen, mit denen du dich jetzt umgibst. Auf jeden Fall, das mache ich wirklich sehr gerne. Also da wäre als erster zu nennen, das ist meine persönliche Corona-Entdeckung. Also, es gibt ja auch positive Sachen aus dieser ganzen blöden Geschichte. Jens Fischer-Rodrian, ein toller Mensch, ein toller Musiker, der ganz lange auch für Konstantin Wecker gearbeitet hat als Gitarrist und Musiker, der eine ganze Weile 7-8 Jahre in New York und Boston gelebt hat als Musiker. Der ist anspruchsvoll. Anspruchsvoll, der die Blue Man Group als musikalischer Leiter betreut. Und den habe ich kennengelernt, nämlich durch das Lied Ich bin die freie Rede, wo mich Ken FM eingeladen hatte, eine Diskussion. Oh. Ja. Was? Ja, genau, das war natürlich ganz. Aber ich muss sagen, also ich habe ja, als das Lied rauskam, habe ich natürlich alle öffentlich-rechtlichen Sender angeschrieben, aber auch solche Leute, also wie KenFM. Und die haben sich natürlich als Erste gemeldet und sagt, du, wir machen ja eine so Diskussion mit Uli Gellermann, da wir brauchen da noch einen Künstler. Und da habe ich gesagt, super, dass ihr euch gleich meldet. Ich würde gerne noch eine Woche Bedenkzeit haben, damit ich nicht gleich bei KenFM lande, weil da weiß ich, dann bin ich ganz auf der rechten Seite. Also für diese Leute, die denken. Ja. Aber da sich bei den Öffentlich-Rechtlichen außer Radio 1, wo die mich dann auch eingeladen hatten, tatsächlich sich kein Sender weiter groß meldete und das Lied auch nicht spielte, bin ich dann da hingegangen. Und ich muss sagen, ich kam da rein an einem Ort, der natürlich auch nicht bekannt sein durfte, weil es ja auch alles noch in der Zeit gewesen, wo man sich gar nicht viel treffen durfte. Und man umarmt sich und man kommt rein und man merkt einfach, hier bin ich richtig. Und das war aber für mich auch das erste Mal, dass ich offen über meine Meinung, diesen ganzen Regeln gegenüber mich geäußert habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen überfordert, weil ich, wie ich anfangs schon sagte, ich bin nicht unbedingt so ein total politisch geschulter Redner oder Denker und so weiter. Das ist für mich wirklich ein neues Gebiet. Und ich bin da unsicher. Ja? Mhm. Viele Fakten weiß ich nicht. Und da ist zum Beispiel Jens Fischer-Rodrian, der nämlich da auch eingeladen war und den ich da kennenlernen durfte, der ist da ein ganz anderes Kaliber. Ja? Der ist viel belesener, hat viel mehr Fakten auf der Hand und so weiter. Und wir haben uns aber sofort quasi ineinander geliebt und ich habe ihm gesagt, du, ich mache jetzt hier demnächst mal, der ist auch in der Basispartei, obwohl der inzwischen, glaube ich, da auch eher weg will, aber ich
habe gesagt, du, ich gründe hier eine Band, die Basisband, vielleicht hast du auch Lust mitzumachen. Und der macht zum Beispiel mit. Oder auch Katrin Pfeiffer, eine Akkordeonspielerin, also eine Virtuosin, die hier auch in der Basisband spielt. Oder Carsten Treuke, der das jüdische Lied pflegt, der ganz toller Typ ist auch. Ich habe den jetzt erst richtig kennengelernt. Also da gäbe es einige zu nennen, Jule Neigel oder Lisa Fitz, die tolle Kabarettistin. Es gibt da schon einige Aufrechte, die es gilt anzuhören. Du hast vorhin einen ganz guten Spruch gesagt. Du hast gesagt, du wärst dir da nicht so sicher und deswegen wärst du auch nicht der richtige Mann für die Politik. Und da ist mir was klar geworden. Ich glaube, was bei den Politikern nicht stimmt und weswegen ich die auch nicht mag, die tun alle so, als wenn sie sicher wären. Und weil sie so tun müssen, wahrscheinlich müssen die so tun, deshalb können die sich auch nicht irren. Die können immer nur weiter so machen. Und die können niemals sich eingestehen, ja, ich habe was falsch gemacht, ich habe es falsch eingeschätzt. Ja. Das kann man nicht erwarten. Während das von einem Künstler erwartet man, dass seine Lieder, ja, die Lieder eines Künstlers, die müssen nicht unbedingt zwiespältig oder in sich widersprüchlich sein, aber die müssen auch eine Ahnung von dem Gegenteil und eine Ahnung von dem anderen haben. Die müssen auch eine Ambivalenz haben. Sonst sind sie nicht vollständig, sonst sind sie einseitig, sonst sind sie Kitsch. Also sie müssen auch einen gewissen Zweifel erkennen lassen. Weiß ich jetzt nicht, also ich höre da aber auch nicht direkt auf andere Meinungen oder so. Ich mache einfach immer aus dem Bauch heraus oder aus dem Kopf heraus, es kommt ja alles zusammen, so wie es für mich stimmig ist. Ja, und ob das denn für manche nicht so ist oder andere da irgendwas, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Für mich muss das stimmig sein und dann kann ich ein Lied auch rausbringen. Und welche Regeln da auch immer für ein gutes Lied oder so gelten sollen oder so, ist mir Schnuppe. Ja, ich wollte es auch nicht als Regel sagen. Ach so, Nein, ich wollte es nicht als Regel sagen. Ich habe jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich habe das aufgeschnappt. Ja. Ich habe das aufgeschnappt, nämlich aus einem Buch über John Lennon. Da hat nämlich sein Sohn, Sean, hat versucht, einen Begriff zu finden, was die Musik seines Vaters ist, was er für ein Songwriter ist. Ja, und ja, er hat ja gesagt, er ist der unsichere Songwriter. Ja, das stimmt. Hat er ja auch oft gesagt. Das ist richtig, stimmt. Und das hat mir eigentlich gefallen. Ja. Für viele Leute gilt John Lennon ja auch eher als plakativ oder als jemand, der sich wirklich ganz sicher wäre. Aber man spürt dieses innere Leiden, was er hat. Man spürt, dass er innerlich zerrissen ist und diese Anteilnahme hat. Und die ermöglicht das Gefühl bei dem anderen. Das ist richtig. Das Publikum ist ja auch so. Ja, ja. Und im Publikum sind ja auch keine Politiker. Genau, und als ich nämlich bei KenFM da meine Unsicherheit erklärt habe, da habe ich so viel positives Feedback bekommen. Ja, weil es geht ganz, ganz vielen so. Ne? Dann kriege ich die Frage, Lühl, wie siehst du die Kultur in unserer Demokratie? Dann sage ich, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Also frag mal Jens Fischer-Rodrian, vielleicht hat der da was Schlaues für. Ich bin da jetzt gerade überfordert. Ja. Aber das zu sagen, und ich breche mir da auch keinen ab, ja, das hat vielen Leuten geholfen, weil die sagen, ey Mann, du hast uns so aus der Seele gesprochen und so weiter, weil viele sind ja irgendwie unsicher, ja, und das finde ich eben auch schön und da bin ich auch vielleicht privilegiert oder ich habe einfach die Art, dass ich das eben zugebe und ich breche mir da keinen ab, also zu sagen, ich weiß das auch nicht genau, ja. Liegt es möglicherweise an deinen vielen Weltreisen? Weil ich glaube, man lernt, dass es andere Blicke auf die Welt gibt. Ja. Man lernt, dass man die Welt auch ganz anders sehen kann. Ja. Und man lernt, sich selbst in einer Situation zu erleben, in der man nicht dazugehört. Das stimmt. In der man zwar freundlich den Leuten gegenüber eingestellt ist, aber man gehört nicht dazu. Ja. Also man überprüft seine eigenen Einstellungen, die man hat. Das ist eigentlich eine ideale Art zu reisen. Also Reisen, man sagt immer, Reisen bildet, aber Reisen kann eben auch den Charakter bilden. Auf jeden Fall. Also da würde ich jedes Wort unterschreiben. Und ihr seid ja nicht als Touristen gereist. Ja, also das ist ja auch im Hotelzimmer und hattet auch diesen ganzen Blues mit Flughafen und Warten und so weiter. Aber ihr habt Musik gemacht. Das heißt, ihr habt euch auf eine Art und Weise verbinden können mit den Australiern, mit den Afrikanern, mit den Japanern. Aber das mache ich auch privat. Also wenn ich privat reise, habe ich mir angeeignet, auch immer ein Instrument entweder mitzunehmen oder dort zu kaufen. Mhm. Weil ich zum Beispiel ich war mal in Thailand oder auch in den Anden, in Kolumbien. Und dann hast du eine Gitarre dabei und dann singst du mit den Leuten da Lieder, ja? Und das ist, du kannst die Sprache nicht, aber über die Musik kommt man dann zusammen und man hat einen großen Spaß, obwohl man sich eigentlich irgendwie auch fremd ist. Also das ist immer ein gutes Mittel. Ja, insofern ist es mit dem Liedermachen doch nicht so schlecht. Also der Mann, der mit der Gitarre dasteht und der sich durch sein Lied zu erkennen gibt, das ist so ein starkes Bild. Ja, und das ist international, auch wenn man nicht die Sprache vor Ort spricht. Ja. Und dich gibt es eben in beiden Versionen. Dich gibt es als den Mann in der
nicht gerade in der Welt der Charts und nicht gerade in der Welt des Fernsehens. Aber in Japan gibt es sogar eine Wachsfigur von dir. Ja. Du bist berühmt. Big in Japan. Ja, genau. Ja, die habe ich auch mal selber begrüßt, meine Wachsfigur. Ja, das ist natürlich lustig, ja, kurios. Einerseits gibt es diese Wachsfigur von dir in Japan. Andererseits bist du hier ein Mann der Straße. Ja. Und fühlt sich jetzt geradezu wieder in einer Minderheit. Also mir gefällt das sehr gut. Ich hatte immer schon gedacht, so bei Freundschaften, es gibt ja dieses berühmte Gedicht über die Freundschaft, die Bürgschaft, gewähret mir die Bitte, lasst mich sein in eurem Bund, der Dritte. Ja, und ich habe irgendwie manchmal auch geträumt, also ich wusste, dass es alles nicht geht, aber vielleicht könnte ich nicht der Dritte in einem Freundschaftsbund sein, aber vielleicht der fünfte Beatle wäre doch vielleicht meine, also ja. ein Traum von mir. Aber da vielleicht kann ich ja ist es noch nicht zu spät, der 18. Hippie zu werden. Ja, mit den Hippies, wie gesagt, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf Abstand. Aber was die Beatles betrifft, dann hast du ja wahrscheinlich die Doku gesehen, Get Back, nehme ich mal an, oder? Ja, ich kenne, glaube ich, alles von den Beatles. Da war man ja der fünfte Beatles. Also da saß man ja quasi bei Ringo Starr auf dem Schoß so ungefähr. Man durfte der fünfte Beatles ja, sein. Ja, also das war für mich auch eine große Inspiration. Und ich bin eben auch durch die Beatles zur Musik gekommen. Und das war für mich jetzt wirklich sensationell, da mal so mitmachen zu dürfen. So großartig. Gut, trotzdem wollen wir jetzt einen Schluss finden. Ich möchte mich jedenfalls bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viel erzählt hast über die 17 Hippies, über deine Karriere in der großen, weiten Welt, über Danser Encore und die Hintergründe und die Folgen, die sich daraus ergeben haben. Jedenfalls möchte ich mich bedanken und mich verabschieden. Dankeschön. Ich danke auch. Wow. Ich gehe nicht, ich bleibe hier. Ich bin die freie Rede. Ich bin die freie Rede. Das war Unter Freunden mit Bernhard Lassalle. Diesmal habe ich mit Lutz Graf Ulbricht gesprochen, der sich Lühl nennt und den ich einen Weltstar der Straße genannt habe. Er hat beim Danser Encore Flashmob in Berlin kräftig die Strippen gezogen und war somit Teil der internationalen Tanzbewegung zur Wiederentdeckung der Lebensfreude. Danke Lutz, danke Lühl. Ja, nun müssten die Hörer zu Hause nur noch so kleine Sauggeräte haben, mit denen sie sich von der Lebensfreude etwas absaugen können. Das wäre schön. Unter Freunden gibt es jeden Donnerstag auf Kontrafunk um 8 Uhr und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Außerdem können Sie jederzeit den Podcast abrufen. Die nächste Sendung heißt Die Spinnen, die finden. Es gibt einen Ländervergleich mit Stereotypen und Witzen. Sie erfahren, wie man deutsche Kinder erziehen sollte und warum finnische Männer Unterhalt zahlen, deutsche dagegen nicht. Außerdem wird die Geheimformel verraten, mit der es die Finnen schaffen, durch den Winter zu kommen. Also halten Sie durch und bewahren Sie sich die Lebensfreude so gut es geht. Ich verabschiede mich nun. Auf Wiederhören. Adieu, Ihr Bernhard Lassalle. Non, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une nuit d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une d'accord, auto-métro, boulot, conso, auto-attestation.